Ja, ihr habt freies Wort. Ich halte mich mal zurück, unterhaltet euch ein bisschen darüber. Da kommt so viel Gutes bei raus. Das Problem ist wohl, dass Bruno und ich relativ selten kontrovers auftreten. Ja. Also von daher eine gewisse Spannung in so eine Talkshow reinzubringen, ist schon schwierig. Aber mir ist gerade halt diese Frage nach den amerikanischen Piraten eingefallen. Ich meine, man soll ja nicht darum bitten, dass solche fürchterlichen Geschichten wie TTIP noch positive Nebeneffekte haben. Aber es wäre eigentlich auch eine Chance, um piratige Ideen in den USA stärker zu promoten. Das Einzige, was ich weiß über die USA, oder das sowieso, das Einzige, was ich weiß über die US-Piratenbewegung, ist dieses eine Plakat mit Cola und Pepsi, wo auf der einen Flasche Republicans und auf der anderen Democrats stand. Und unten drunter, can you taste the difference? Ne? Also ich meine, die Piraten als dritte Kraft ist vielleicht ein bisschen Science-Fiction, aber... Aber du hast vollkommen recht, die müssen wir mobilisieren und da müssen wir auch hart dran arbeiten. In dem Zusammenhang gibt es, glaube ich, noch eine, ich sag mal, philosophische oder wie auch immer politische Bemerkung, die man über uns Piraten machen kann, wenn wir uns im Kontext von TTIP und diesen Freihandelsabkommen nochmal positionieren. Es kann uns ja nicht um eine Absenkung der Standards geben. Wir haben ein bestimmtes Menschenbild und wir haben Lebensqualität im Blick, wir haben Nachhaltigkeit im Blick, wir haben auch sowas wie eine Generationengerechtigkeit, wir haben Chancengerechtigkeit im Blick an der Stelle, dass wir Piraten eigentlich bei der Positionierung gegen diese Programme sowas wie eine Menschenrechtspartei sind, die zur Verfügungstellung von Sicherheit, Stichwort BGE, auf wirtschaftlicher Ebene, die einfach auf der Bedürfnisebene des Menschen, die mit den ganz natürlichen Bedürfnissen unten anfängt, unsere Menschenrechte auf eine höhere Ebene heben möchte. Da sehe ich momentan die Piratenpartei ganz vorne. Woanders erlebe ich das nicht. Da hast du vollkommen recht. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich hatte es angesprochen, diese neoliberalen Kisten, der sogenannte freie Markt, der existiert ja gar nicht. Es gibt ja auch die Option im Rahmen dieser Freihandelsabkommen zu staatenübergreifender Kartellbildung. Das ist ja auch ganz entscheidend. Wenn ich dran denke, Stiglitz hat darauf hingewiesen, es kann die krude Situation eintreten bei einem zustande gekommenen Freihandelsabkommen, dass Siemens irgendein Gesetz in Deutschland nicht passt und die US-Tochter veranlasst, Deutschland zu verklagen. Ja, oder umgekehrt, ich sag mal, Google States, Google Europe veranlasst, irgendwie in den USA was zu verändern zu wollen. Ne? Das heißt, der Spielraum der global agierenden Konzerne, ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, Konzerne agieren global, bringen Güter in die ganze Welt und Dienstleistungen, das ist alles prima und fein. Ne? Aber der Spielraum gegenüber der Politik wird durch ein solches Freihandelsabkommen erheblich größer. Und wir als politische Parteien, das gilt nicht nur für uns, wir müssen uns die Frage stellen, welche Bedeutung hat dann Politik überhaupt noch? Vollkommen richtig. Im Sinne einer Tätigkeit für das Wohl der Bevölkerung, der Menschen. Ja. Um nochmal kurz darauf einzugehen, weil mir ist aufgefallen, wir haben jetzt immer vor allem über klassische Verbraucherprodukte gesprochen, über Konzernklagerecht, über diese Aspekte, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wahrscheinlich, weil es uns schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist der Bezug zu unserem ganzen Kernthemenbereich. Wir schauen uns mal den Bereich Urheberrechte und Patente an. Bleiben wir jetzt mal kurz beim Urheberrecht, weil da gibt es verschiedene Ebenen, wo TTIP auch sehr gefährlich ist. Wenn wir uns anschauen, was TTIP bedeuten würde, wenn Vorstellungen amerikanischer Unterhaltungskonzerne, was die Durchsetzung von Urheberrechten betrifft, nach Europa rüberkommen könnte. Wir können uns erinnern, dass es in den USA bereits im Kongress Forderungen gibt zwischen Kongressabgeordneten und den großen Verbänden der Unterhaltungsindustrie, sogenannte Rootkits und Trojaner einzusetzen, die sich dann auf allen Rechnern verteilen und die, sobald irgendwo eine Urheberrechtsverletzung wahrgenommen wird, den Rechner einfach blockieren. Also quasi mehr als dieses Netzsperrenmodell, wie es in Frankreich mit Hadopi mal eingeführt wird, noch weitgehender. Mir fällt da die klassische Hardware verankerte Backdoor ein. Ganz genau, das ist es. Für Zugriff. Und die Idee dahinter ist wirklich ganz, das sagen die ganz offen, diese Rechner sollen dann blockiert sein, dann musst du bei einer Registrierungsstelle anrufen und dann musst du erstmal bezahlen für deine Urheberrechtsverletzung und dann wird dein Rechner wieder freigeschaltet. Das ist jetzt das, wo wir Angst haben im Urheberrecht, was es für uns bedeuten kann. Auf der anderen Seite kann man amerikanische Künstler nicht genug davor warnen, was es bedeutet, wenn eine Urheberrechtswahrnehmungsgesellschaft wie die GEMA ihr Geschäftsmodell jetzt auf den amerikanischen Markt
etablieren möchte. Mhm. Und das auch wiederum über TTIP, indem die Urheberrechtswahrnehmung in den USA dann auch mit so einer Art GEMA-Regelung, dass also quasi alles automatisch GEMA-Repertoire ist, dann in den USA verkörpert. Wie kann die GEMA das überhaupt tun? Es liegt daran, dass da die Amerikaner ein Copyright haben, gab es nie in dem Sinne ein gesetzliches Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, sondern es gab schon Wahrnehmungsgesellschaften. Das sind aber meistens kleinere Kanzleien, wie Harry Fox zum Beispiel ist eine, die dann Rechte für partielle Bereiche, wie zum Beispiel für Konzertaufführungen wahrnehmen. Der durchschnittliche amerikanische Urheber schützt nicht sein Werk nicht quasi One-Stop-mäßig, wo es lizenziert für alle Bereiche, sondern sagt, ich will meine Werke zum Beispiel nur für den Bereich Konzert schützen, dass wenn ich ein Konzert spiele, dann eben Tantiem-Lizenzen bekomme. Aber ich will es nicht im mechanischen Bereich, also nicht für Tonträger und nicht für online. Das heißt in Europa, dass die GEMA trotzdem diese Gelder kassiert. Dazu hat sie outgesourcete Konzerne wie Selas und Pekol, ist noch ein wichtiges Thema für Europa, da mal anzuklopfen, wo diese Gelder eingesammelt werden, die eigentlich originär nur Urhebern gehören würden. Da die Urheber aber keine Ansprüche in den USA darauf gestellt haben, werden diese Gelder einfach den jeweiligen Verlagen zugespielt, die die Rechte in Deutschland wahrnehmen. Umgekehrt bedeutet es dann in den USA, dass die GEMA sich dort diese Rechte allesamt einsammeln kann. Würde eigentlich, fällt mir da in dem Zusammenhang ein, die doch sehr hierarchische, die GEMA ist eine Dreiklassengesellschaft, glaube ich, würde diese sehr hierarchische Mitgliederstruktur auch auf amerikanische Produzierende übertragen werden an der Stelle? Ich kenne die Papiere nicht, aber ich bin mir sicher, dass sowas ein ähnliches Modell ich wie könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die ein Interesse daran haben, genau das zu machen. Dann haben wir wieder, gerade im künstlerischen Bereich, im kreativen Bereich, wo für uns Piraten der Freiheit natürlich das Wort der Wahl ist, Marktzugänge mit unterschiedlichen Hürden, die zu nehmen sind. Ganz genau. Für diejenigen, die schon viel haben, ist die Hürde dann leicht. Stichwort Kartellbildung, die noch nicht so viel haben, die müssen dann erstmal durch die Tür, Bettelstab und so weiter. Also große ich halte Verlage das für, mit ne, großem ich kann den, Repertoire. Ich kann den Amerikanern nur abraten. Auf der anderen Seite würde ich sehr gerne aus den USA was importieren. Das Stiftungsrecht ist dort viel stringenter als bei uns. Ja. Also sowas wie Bertelsmann, wie hier zu sagen, okay, wir haben eine Stiftung, die fördert Projekte. Ja. Und die Projekte werden bewilligt und es ist ganz klar, es werden eigentlich nur Projekte aus den eigenen Reihen bewilligt, weil es dort keine, wie in den USA, gibt es eine strikte Trennung zwischen Stiftungskapital, Gutachterkommission und Antragsteller. Das wird von den Gerichten überwacht. Sehr interessant. Das ist hier nicht so. Die Bertelsmann Stiftung ist, sage ich zumindest, im Grunde genommen eine große Steuerwaschmaschine für den Konzern. Genau, die wollen das garantiert in den USA auch nach also dem Motto einführen. Aber das führt jetzt wieder viel zu weit, denke ich. Aber man sieht, glaube ich, im Grunde genommen geht es bei TTIP darum, den Möglichkeitsraum für die, die schon viel haben, noch zu vergrößern. Noch zu erweitern. Vollkommen richtig. Und das ist vor dem Hintergrund der Geschehnisse, die wir jetzt hier auch haben in Europa mit, ich sag mal, kleinteiliger Vernetzung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Energiebranche erheblich darunter leidet, weil das ja eigentlich eher Unternehmen im Mittelstand, überhaupt für den ganzen Mittelstand kann das eine Gefahr darstellen. Wenn diejenigen, die einfach mehr Kapital in diese, auch in irgendwelche gerichtlichen Auseinandersetzungen reinstecken können, das sind nun mal die Großkonzerne, dort noch einen weiteren Wettbewerbsvorsprung gegenüber den Kleinen bekommen. Das ist letztlich auch innovationsschädlich und schädigt die ganze Gesellschaft. Vollkommen richtig. Jetzt als zu guter Letzt, was ich noch kurz vorstellen würde, es gibt hier eine Internetseite, momentan noch unter WordPress, aber wird wahrscheinlich da noch eine Weile stehen. Da werden momentan so viel zur europäischen Vernetzung. Ich habe jetzt momentan der Mache insgesamt 13 muttersprachliche Videos für alle Kulturräume Europas, wo dieses Aktivierungsvideo zu TTIP, um den Leuten eben zu zeigen, worum es geht, von Muttersprachlern aufgezeichnet wurde. Und das ist auf dieser Seite, wird heute, glaube ich, an der PM vorgestellt, damit eben alle Bürger in Europa mitbekommen, worum es bei TTIP geht, in der Hoffnung, dass wir es dann auch hinbekommen, im Mai vor den Europawahlen diese europaweiten dezentralen Demonstrationen gegen TTIP hinzubekommen. Also schaut hin und verbreitet es an eure Freunde in ganz Europa. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Super. Ich sag ja, es kommt immer Spannendes daraus, wenn man es einfach mal reden lässt. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ich sag mal, gerade für dich ist es heute sehr stressig, ne? Als Kandidat und so. Das Wahlprogramm kümmern, ne? Ja, ja. Genau, da halte ich euch auch von ab. Wir quatschen uns hier ab und unten. Als einfache Basisgurken haben wir ja durchaus auch Mitsprache. Ja, ja, ganz genau. Also vielen Dank, euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder, um die neuesten Neuigkeiten rauszusauen. Super, gerne, Bernd. Also, tschüss.